Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays. Euer Swordy mit der 104. Ausgabe von Race 07. Wir sind nach wie vor der 11. Station unserer GT Pro Meisterschaft und haben gerade hier in Imola unsere dritte Stop-and-Go-Penalty absolviert. Der Plan war eigentlich mit einer Zwei-Stop-Strategie den Geschwindigkeitsnachteil, den wir durch die Gewichtsstrafe und irgendwie schlechte Fahrweise haben, auszugleichen, aber das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, dadurch, dass wir eben schon drei Stop-and-Go-Penalties haben. 47 Minuten, irgendwas sind noch auf der Uhr. Wir haben noch einen Stop zu absolvieren. Es ist grundsätzlich noch vieles möglich. Ich glaube nur schon nicht mehr dran, dass wir hier wirklich noch was reißen können. Das haben uns die Stop-and-Go-Penalties dann doch ziemlich vermiest. Das wäre in R3E übrigens jetzt auch schon wieder ein Grund, mir das Stop-and-Go reinzuhauen. Ja, fahr Dakota, fahr! Fällt mir gerade ein, ich fahre mit Pedals. Das ist, deswegen fühlt sich das so anders an. So, jetzt wieder auf den sequentiellen Shifter gewechselt. Geht ja zum Glück im Flug. Ja, ich move. Jetzt muss er doch nur fahren. Tut er aber nicht. Move over! Jetzt kriegst du aber gleich die Chance vor der nächsten Schikane. Jung! Soll ich dir noch eine Einladung schicken oder was, dass du mich überholst? Mehr als von der Ideallinie runter und mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren geht auch nicht. Meine Güte. 8 Sekunden schon wieder verloren diese Runde. Achso, durch den Stop natürlich. Und 2 Sekunden durch dieses Überholmanöver. Geschisse da. Irgendwie will das mit dem Bremsen nicht so ganz, wie ich will. Okay, also Bremsbalance da hinten ist wirklich nicht die Lösung. Da muss ich weiter nach vorne, aber 60-40 ist doch schon gut. Na, fahren wir heute halt mal 63-37. Ich hätte doch im Setup vielleicht auf meinen ersten Instinkt hören sollen, der sagte, mach das Heck weicher. Ja, hat das Body nicht getan und entsprechend haben wir jetzt den Salat, dass das Auto die ganze Zeit mit dem Heck ausbrechen möchte beim Bremsen. Weil der zweite Gedanke war, fährt sich eigentlich doch ganz gut. Pustekuchen. Jetzt blockieren die Vorderräder, also auch das ist nichts. Ach, Mist. Das nächste Mal verwende ich wieder mehr Zeit aufs Setup. Wobei die Standard-Simbin-Setups eigentlich immer relativ gut sind. Da gibt es für gewöhnlich nicht viel dran zu rütteln. Nummer 4 in diesem Rennen, jawohl! Noch eine fünfte dazu. Nein, weil ich jetzt hier untersteuern habe, die Strecke nicht abkürzen konnte.
Interessant, dass in diesem Stint die Hinterräder oder Hinterreifen schneller abbauen als die Vorderräder. Und was auch immer das jetzt gerade für eine Kunstform sein sollte. Du schon wieder. Ich bin weg von der Ideallinie. Ich fahre langsam. Ich mache Platz ohne Ende. Und trotzdem kachelt die KI einem hinten drauf. Ist jetzt nicht so, dass ich mitten vorhin gezogen bin, in die Eisen gestiegen bin, sondern ich habe gemütlich rollen lassen, ich habe einfach nicht weiter beschleunigt, bin rechts rüber, neben die Ideallinie. Also nicht nur, dass die KI sich nicht überrunden lässt, sondern beim Überrunden ist sie selber auch zu blöd. Reifen sehen nicht mehr gut aus. Das war im ersten Stint anders. Da ging vorne der Verschleiß schnell nach oben und hinten war eigentlich alles okay. So, wir versuchen das nochmal. Die Ideallinie ist innen. Wunderbar, wie schön du das doch machst. Nur um dann selber mich fast in die Falle zu reiten. Das ist Ideallinie. Exakt da verläuft dieser schwarze Strich, der Gummiabrieb. Exakt dort, wo ich gerade in Schritttempo gefahren bin. Nee, also irgendwie hat das Spiel heute was gegen mich. Ist jetzt die sechste Durchfahrtsstrafe? Nee, fünfte. Fünfte erst.
wieder völlig ungerechtfertigt. Also dreimal, nicht drei Durchfahrtsstrafen, sondern dreimal abkürzen, schreibe ich mir gerne auf den Zettel. Hätte genau eine Durchfahrtsstrafe zur Folge gehabt. Die ganzen anderen, würde ich sagen, Fehler in der Strecke. Oder in der Spiellogik. Ja, ich fahre schon links, Kollege. Noch einer. Oh, fahr doch zu. Komm, Junge. Na, also die Hinterreifen, die wollen irgendwie den Langsind echt nicht mitmachen. Vielleicht liegt es auch einfach an einem häufigen Anfahren in der Box nach der Stop-and-Go-Penalties, dass ihm das nicht bekommt. Dieser Gripunterschied von 12% vorne zu hinten macht das Auto nicht unbedingt besser fahrbar momentan beim Bremsen. Zwei Sekunden verloren im mittleren Sektor, wie geht das denn? Ich war jetzt eigentlich nicht der Meinung, dass ich so Schneckentempo unterwegs gewesen sei. Ich weiß.
schon wieder 2,7 Sekunden, 3 Sekunden sogar verloren und ich weiß nicht wie. Der Abstand nach vorne auf Platz 20 wird größer. 2 Sekunden haben wir diese Runde schon eingebüßt. Das ist schon extrem heftig. Nächste Runde geht es zum zweiten Stop. Mal schauen, was wir dann mit frischen Reifen und nochmal 120 Litern Sprit ausrichten können. Aber ich bin nicht gerade zuversichtlich. Die Berechnung hat eigentlich gesagt, das ist alles ganz easy. Der Reifenverschleiß ist super, super gering. Zwei-Stop-Strategie geht. Speed ist da. Ja, der Speed ist sogar halbwegs da. Also ich bin, wie gesagt, auf dem Niveau, das ich ungefähr erwartet habe, mit den 120 Kilo Zusatzgewicht oder Handicap-Gewicht. Aber die KI ist zum einen schneller und zum anderen haben wir halt irgendwo 5 Durchfahrtsstrafen gehabt und jetzt keine Hinterreifen mehr, die irgendwie funktionieren könnten. 50% auf der Hinterachse ist nix. Die Kalkulation hat eben gesagt, das ist alles ganz harmlos. Knappe 100% waren kalkuliert für das Rennen. Und im ersten Stint hat es ja auch noch gepasst, da war der Reifenverschleiß genau da, wo ich ihn erwartet habe. Zwar auf der Vorderachse und genau in dem Rahmen, den ich vorausberechnet habe. Erst jetzt erst mit dem zweiten Stint ist der Reifenverschleiß hinten in die Höhe geschnellt und ist über dem Niveau, das ich mir errechnet habe und das finde ich alles gar nicht mehr lustig. Irgendwie ist heute mal wieder so eines dieser Rennen, wo gar nichts zusammenpasst. Davon gibt es leider in letzter Zeit immer mehr und ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt ein paar schöne Rennen oder ein paar richtig gute, wo wir sehr, sehr sauber auch fahren, wie zum Beispiel das in Kyalami vorgestern in Game Stocker. Das, denke ich, war eigentlich relativ gut und relativ konstant gefahren. Dann am Samstag in R3E Carson Tracks war es auch eigentlich sehr gut. Das zweite ADAC GT Masters Rennen nach den zwei großen Fehlern war es eigentlich auch ein sehr sauberes Ding. Nur daneben gibt es halt etliche Problemchen, die in immer mehr Rennen auftreten und mir momentan so ein bisschen den Spaß am Ganzen nehmen. Ich weiß echt nicht, warum es mal so Rennen gibt, wo es richtig gut läuft und dann so Rennen wie heute, wo einfach alles nur Kacke ist. Von vorne bis hinten durch. Deswegen gut, dass aus mir kein richtiger Rennfahrer wird, denn wenn ich nur jedes dritte Rennen irgendwie mal so halbwegs die Leistung abrufen kann, dann würde mich auch kein Teamchef haben wollen. Ja. Go. 28 Minuten, nichts ist mehr möglich. Vielleicht noch eine schnelle Rennrunde.
Warum habe ich jetzt schon wieder 1,4 Sekunden da verloren? Nur in dieser einen Schikane oder wo kommt die Zeit her? Oder verliere ich die ganze Zeit in der Tosa oder was ist das Problem? Das wüsste ich echt mal gerne. Momentan passt der Reifenverschleiß. Okay, das war... Ja, genau. Warum auch nicht? Weil ich habe die Strecke auf jeden Fall geschnitten, dadurch, dass ich außen entlang gerutscht bin, auf der Bremse stehenderweise Zeit verloren habe, dadurch, dass ich fast den Kies geküsst habe. Das sehe ich jetzt auch wirklich als Abkürzen an. Da habt ihr vollkommen recht. Nein, ich rege mich nicht auf. Ich mache mich ein bisschen lustig drüber. Vielleicht kommt der Zeitverlust auch daher, dass der Motor nicht mehr die volle Leistung bringt. Also dieses kleine Bergabstück, nachdem man die Tosa erstmal hoch und dann links runter gefahren ist, da habe ich so das Gefühl, bin ich in den Anfangsrunden deutlich hochtouriger gefahren oder auch im fünften deutlich weiter rausgekommen. Vielleicht ist das so ein Thema, dass ich zu oft zu früh runtergeschaltet habe und dadurch der Motor ein bisschen überstrapaziert wurde. Yay, wir sind 23. Geile Nummer. Na, wobei, das scheint eigentlich auch zu passen hier mit dem fünften Gang den Berg runter. Wahrscheinlich liegt es wirklich an dieser einen Schikane, an der Variante Alte. Weil ich da so extrem verzögere, um kein Abkürzen zu bekommen. Zu viel untersteuern. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich hätte das Heck etwas weicher machen sollen. Aber so viel untersteuern, wie die Karre jetzt schon hat, wäre das mit dem weicheren Heck absolut in die Hose gegangen. Das wollte ich mir dann eben auch nicht antun. Im letzten Sektor auch wieder Zeit verloren. Oh Mann. Ich glaube, ich hatte wirklich noch keine Strecke, auf der ich so unkonstant unterwegs war wie hier in Imola.
Nein, nein, nein. Leicht zu viel Schwung mit in die Kurve genommen. Runter vom Gras. Ich hole oder versuche momentan im ersten Sektor alles rauszuholen, was irgendwie drin ist. Und trotzdem eine halbe Sekunde Rückstand. Ich verstehe es momentan absolut nicht mehr. Ich bin völlig ratlos. Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Ha, diesmal nur 5 Zehntel verloren im zweiten Sektor. Yay. Dann bin ich auch deutlich besser durch die Variante Alter gekommen. Das ohne dafür gleich wieder ein Abkürzen zu bekommen. Oder eine Stop-and-Go-Penalty. Wie viel hatten wir jetzt eigentlich? 5 oder 6? Ich weiß es nicht mehr. Warum sollte ich? Muss erstmal Matic vorbei, damit ich overmove. Ist mir sogar wieder einen relativ zügigen ersten Sektor hingelegt. Ich sag ja, ich bin auf keiner Strecke so unkonstant von den Rundzeiten her wie hier. Dass man wirklich mal so eine halbe bis Sekunde über die ganze Runde verliert, ist ja normal, aber ich verliere das ja in einem Sektor. Teilweise auch mal 1,5 Sekunden in einem Sektor, das ist absolut zu viel. Jetzt wieder eine Sekunde in diesem Sektor verloren. Da habe ich auch die letzte Schikane wieder nicht gut bekommen. Es ist zum Mäusemelken. Okay, das war jetzt einfach überbremst. Ist klar, dass ich Zeit verliere, aber ansonsten check ich es nicht mehr. Ja,
anscheinend. Kommst du für eine Stop and Go? Ja. Mit einem leichten Slide, wo ich mit der Nasenspitze das, diese grüne Fläche innerhalb der Schikane berührt habe, ist natürlich auch ein Abkürzen definitiv. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, wird standrechtlich erschossen. An einer Stelle habe ich mir jetzt in diesem Rennen noch kein Abkürzen geholt. Und zwar ist es auf der Innenseite dieser Kurve oder auf der Innenseite dieser Kurve. Das habe ich im Training beides geschafft. In der gleichen Runde natürlich. Aber hier im Rennen bisher noch nicht. Erstaunlich, erstaunlich. Dafür habe ich alle anderen Stellen, wo man auch nur ansatzweise einen Abkürzen bekommen könnte, mittlerweile entdeckt. Und auch schon mehrfach genutzt. So abwegig diese Manöver dann auch sind. Oder die Strafen, aber ich habe es alle gefunden. Das ist so wie so ein Sammelalbum. Von wegen, wer kann alle Abkürzstellen auf der Strecke finden? Jetzt zum Rennende hin würde die Pace sogar wieder passen, also wenn man das direkt auf der Strecke vergleicht, wie gemütlich die KI jetzt unterwegs ist, da hätte noch was drin sein können, aber nach 7 Stop-and-Go-Penalties ist das schon schwierig. Da anfahren und dann rüberziehen. Ich krieg die Kurve nicht so wie die KI. Entschuldigung, ich bin es nur gewohnt, hier mit richtig Speed reinzuschießen. So oft, wie ich das schon machen musste, ist es auch relativ notwendig. Oh, dafür kennen wir die Boxenanlage mittlerweile in- und auswendig hier in Imola. Ja, genau. Da eine Stop-and-Go-Penalty. Nummer 8. Kriegen wir das Dutzend noch voll? Also 12 Stück insgesamt. Echt auf Sparflamme da vorne. Meine Güte, da könnte man noch richtig was reißen. Aber jede Stop-and-Go-Penalty kostet uns ungefähr 7-8 Sekunden. Wenn ich sie richtig ausführe, also schnell genug rein und rauskommen.
Das sind also mittlerweile schon 64 Sekunden, die wir allein durch Stop-and-Go-Penalties verloren haben. Das nächste Mal gibt es übrigens den Nürburgring. Ich denke mal, da sollten wir zu Hause sein. Das sollte gut machbar sein, dort endlich mal wieder einen Sieg einzuholen. Oder was heißt endlich mal wieder? Wir haben natürlich auf dem FDM Jyllandsring auch gewonnen. Und davor in... wo waren wir? Ach, in Po, genau. Wie konnte ich das nur vergessen? Auch dort haben wir natürlich gesiegt. Aber da war die KI auch in beiden Fällen sehr zurückhaltend. Möchte ich es mal so vorsichtig formulieren. Genau, gleiche Stelle hätte ich dazulernen können. Habe ich aber nicht. Weil wieder mit nahezu Schrittgeschwindigkeit über die grün lackierte Fläche. Noch nicht übers Gras, noch nicht einmal übers Gras. Da würde ich es ja schon fast verstehen. Aber nein, diese grünen Flächen sind befahrbar. Die gehören teilweise mit zur Linie. Und trotzdem kriegen wir da jedes Mal einen auf den Deckel. Ei, Jesus. Da zick ich der Gute. Oh. Kollege, die Strecke ist 12 Meter breit oder wie breit auch immer. Und trotzdem fährst du mir hinten drauf, ja? Entschuldigung, leicht verbremst, weil ich aufgrund dieses langsamen Königsecks nichts mehr gesehen habe. Überrunden können sie noch. Na, eigentlich auch nicht. Aber dann nicht mehr Gas geben. Also das heute ist eine Fail-Hoch 25-Folge. Tut mir sorry. Gestern war es noch halbwegs lustig im ersten Teil des Rennens, aber mittlerweile ist es Frust pur. Wir haben noch nicht mal die 10 Stop-and-Go-Penalties voll. Können vor lachen.
Eieiei. Der ist irgendwie unruhig auf der Hinterachse momentan. Ich weiß auch nicht warum. Am Anfang des Rennens fühlte sich das noch deutlich besser an. Wieso muss ich jetzt overmoven? Ist doch keiner mehr. Oh, dieser Typ, der klingt ja wie ein kaputter Leierkasten. Oh, 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 oh. Was sind hier eigentlich schon wieder für stockender Verkehr? Da möchte ich auch mitmischen. Entschuldigung, hab nicht rechtzeitig ausgeschert. Bin ich rechtzeitig ausgeschert. Ich glaube, das sollte man sowieso nicht machen, oder? Vor einem Abbiegenden in die Box einschießen. Geht ja in Montreal auch. Wobei hat man auch in der echten Formel 1 mal so gemacht. Ist immer wieder lustig, wenn die dann mit Tempo 300 die gerade da in Montreal runterkommen, zur Box hin. Auf der Ideallinie geht es dann Richtung Box. Dann kannst aber auch rechts mit Geschwindigkeitsüberschuss dran vorbeischießen, weil hast ja Windschatten. Und dann ziehst du halt mal eben vor ihm in die Boxengasse, während der andere versucht, durch die Schikane zu kommen. Immer wieder lustig. Gibt so ein paar Fälle, wo das passiert ist. Schon spannend. Also eine Stop-and-Go-Penalty kostet über 10 Sekunden. Ungefähr 15. Ja, 14. Wir hatten jetzt 9 davon. Ah, ist schon was. Wir sind immer noch nicht überrundet. Ja, genau. Ich bin nur 50 cm neben der Ideallinie auf einem geraden Stück gefahren, deswegen kriege ich eine Stop-and-Go-Penalty. Ups, 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 ups. Au, 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 au. Das war jetzt nichts mit dem Einschlag in die Wand. Und ich bin noch nie mal im Mattek vorbei. Och Mann. Man muss natürlich auch hin und wieder noch lenken. 4 Stop-and-Go-Penalties? Wow. Macht jetzt insgesamt 13 Stück. Nein, also 10, die anderen 3 waren ja... Ja, wobei, die letzte war für das Schneiden der vorletzten Kurve, ne? Warum auch immer ich jetzt die schon wieder geschnitten habe. Nee, ist ja auch egal. Also 11 Stück. Das Dutzend kriegen wir noch voll. Wir haben noch eine Runde. Oder werden wir jetzt disqualifiziert, weil wir die nicht rechtzeitig absetzen konnten. Hallo? Wenn wir jetzt über Start und Ziel kommen, werden wir bestimmt disqualifiziert. Ne? Hm, das ist interessant. Weil man hat ja nur 3 Runden Zeit, um die abzusitzen.
Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur noch 2 Runden, um 3 Stück abzusitzen. Ja, dann werden wir erst in 2 Runden disqualifiziert. Auch gut. Also ich bin mit der Fahrzeugbalance überhaupt nicht zufrieden. Der Reifenverschleiß errechnet. Hätte es für eine 2-Stop-Strategie gepasst. Gefühlt hätten es wirklich die 3-Stops sein müssen, aber dann hätten wir eh keine Chance mehr gehabt. Wir haben so oder so keine Chance, ist klar. Also das nächste Mal fahren wir, auch wenn es nach einer 2-Stop aussieht, wieder eine 3-Stop. Weil alles andere einfach keinen Sinn macht. Wir sind noch nicht mal Letzter. Und da vorne ist der Führende, das heißt, wir sind jetzt erst überrundet. Ach was, nach 13 Stop-and-Go-Penalties war das jetzt auch nicht wirklich verwunderlich. Oh, 3 Runden Rückstand. Okay, okay, ich nehme alles zurück. Selbst ohne Stop-and-Go-Penalties wären wir nur auf die 20 gekommen. Also es hat von der Pace bei uns heute überhaupt nicht gereicht. Aber das Spiel hat uns auch getrollt und dann irgendwo war die Motivation auch ein bisschen weg. Gewonnen hat, was wärst denn du? Zonder. Ach genau, den blauen. Mhm. Und schnellste Rundenzeit war eine 1.49.0. Eine 1.43.6. Wo hast du die denn hergezaubert? Cheater. 1.43.8. Wie? Guckt euch mal das Gefälle an. Der Sieger, eine 1.49.0. Ja, ist okay. Ja, dieser Bereich ist so... Hm. Plus, minus. Passt. 1.43.6. 1.43.8. 6 Sekunden schneller oder 5,2 Sekunden schneller als die 7 Bestplatzierten. Und ich frage mich, wie soll das gehen? Wir sind unsererseits eine 1.51.595 gefahren. Ist eigentlich schon ganz gut. 1,2 Sekunden davon ab sind wir bei einer 1.50.3. Aha, okay, wir sind noch zu langsam, aber das ist halt ungefähr das Niveau, auf dem ich unterwegs war. Die KI, viel zu schnell. Ich weiß nicht, wo 7 Sekunden herkommen sollen. Und dazu halt dann ab der, keine Ahnung wie vielten Runde, so viele Fahrfehler. Die ganzen Abkürzmanöver, von denen, ich würde sagen, 4-mal, höchstens 5-mal war das Abkürzen gerechtfertigt. Die anderen... 10-mal war es das nicht. Spielt auch keine Rolle. Nächstes Mal geht's auf den Nürburgring. Da wird es dann wieder besser laufen. Punktemäßig für uns natürlich eine absolute Niete, aber wir müssten noch in Führung liegen. Hoffe ich. Und wir verlieren jetzt 20 Kilo nur. Ach komm, ist doch ein Witz. Ach, so ein Mist. Der Salen zumindest auch nicht gut vorangekommen. Das heißt, der Punktabstand ist sogar gleich geblieben, obwohl wir eine Nullnummer geschoben haben. Aber ich muss euch sagen, das war kein gutes Rennen. Die Strecke ist wunderschön, aber das Rennen war voll für die Guts. Nächstes Mal Grand Prix-Kurs des Nürburgrings. Kennen wir in- und auswendig, sind wir schon hunderte Male in R3E gefahren mit den verschiedensten Rennklassen, Rennserien. Unter anderem auch mit einer GTR 2 Corvette, also einer Corvette C60R müsste das dann sein. C6.R, so.
Das heißt, wir kennen uns mit dem Auto auf der Strecke eigentlich auch schon aus, wenn in einer anderen Simulation. Kennen die Strecke wirklich aus dem FF. Und wenn hier nichts möglich ist, dann frage ich mich, wo denn überhaupt? Egal. Den heutigen Tag einfach vergessen. Die erste Rennhälfte war, wie gesagt, noch relativ unterhaltsam. Da hat es noch ganz gut funktioniert, dass wir die Gegner hinter uns halten konnten. Und da hat auch der Reifenverschleiß gepasst. Da hat die Strategie gepasst. Nur danach war das ein reines Tohuwabohu. Ich bedanke mich, dass ihr es trotzdem irgendwie ausgehalten habt. Und morgen wird es besser. Morgen in Assetto Corsa gibt es ein richtig schönes Auto. Gefahren wird in Monza. Einfach mal, weil es passt. Ja, und Freitag der zweite Lauf. Die zweite Station. In der ADAC GT Masters natürlich der dritte Lauf, denn wir haben ja da zwei Rennen pro Wochenende. Ansonsten schauen wir mal, was am Samstag auf uns zukommt. Je nachdem, was uns diese Woche noch an News ereilt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es aber GT Legends werden mit der Cobra in Imola. Dann aber hoffentlich mit etwas mehr Leistung hier in Imola. Wobei die Cobra natürlich auch ein ganz anderes Gefährt ist. Ein Oldie but Goldie mit richtig Dampf unter der Haube. Und na, ich stelle mir das schon ziemlich lustig vor. Problem ist nur, das Auto wird garantiert von mir wieder überbremst. Und das muss ich irgendwie abstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das war's von mir für heute. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ich hoffe, dass es euch dann genauso gut gefällt wie mir. Denn das Auto ist wirklich geil, was ich da vorstellen möchte. Nun aber erstmal Schicht im Schacht. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Euer Swoddy.